Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist IWZD und willkommen zu einem kleinen Special-Video hier auf meinem Kanal. Ich melde mich also jetzt gerade quasi fast live aus dem Urlaub. Ich weiß, dass man nicht live ein Video machen kann, das ist halt ein Video und kein Livestream, aber trotzdem habe ich mich sehr spontan dazu entschieden, ein Video aus dem Urlaub zu machen, obwohl ich eigentlich gar kein Video hier aus dem Urlaub machen wollte. Aber ja, ihr habt mir auf Twitter geschrieben und ich habe es jetzt von allen Seiten irgendwie gehört. Es scheint ein Problem im UFO-Aquarium zu geben. Als allererstes habe ich es von Easy Update gelesen, also meiner größten Fan- bzw. News-Seite auf Twitter. Vielen, vielen Dank dafür. Und zwar wurde mir geschrieben, dass Felix seinen Livestream wohl verspätet hat aufgrund eines Problems im UFO-Aquarium, Leute. Und ich war natürlich extrem geschockt, als ich das mitbekommen habe und habe auch schon mit Felix geschrieben. Ich weiß noch nicht konkret, was los ist. Ich weiß nur, dass es da ein Problem gibt und ich weiß jetzt, dass Felix sein Video hochgeladen hat zu der ganzen Geschichte. Das heißt, ich habe noch keinen aktuellen Status, was genau das Problem ist, und ich kann es mir auch nicht erklären, was genau da das Problem sein soll, weil das Aquarium ist zu dem Zeitpunkt, wo Felix den Wasserwechsel macht, gerade mal 7 Tage alleine gewesen, sprich einfach nur eine Woche. Ich dachte, in einer Woche kann eigentlich nicht so viel passieren. Dass in 2 Wochen viel passieren kann, ist klar. Aber dass jetzt schon eine Katastrophe nach 7 Tagen da sein soll, ist auf jeden Fall krass. Ich habe jetzt 2 Stunden versucht, dieses Video hier einzurichten, weil es mit meinem Laptop nicht geklappt hat, die Kamera überhitzt und so weiter und so fort. Aber ich werde jetzt hoffentlich alles schaffen und gemeinsam mit euch ein bisschen das Video jetzt von Felix anschauen und dazu reagieren. Ich bin sehr, sehr gespannt, Leute, was abgeht. Und ich habe ehrlich gesagt extrem Schiss. Ich bin echt schon so ein bisschen zittrig, weil ich extrem Angst habe. Aber wir schauen jetzt erstmal rein. Ich bin schon an der Stelle, wo Felix jetzt sagt, dass er zu mir ins Zimmer geht, Leute. Und ich habe es noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, was abgeht. Ich bin gerade nicht, sondern wir gehen rüber zu Izzy. Deswegen kommt ihr direkt mit. Oh. Oh, Riesenpaket hat der Junge bekommen. Das große Paket ist übrigens mein Computer. Den habe ich ja zur Reparatur geschickt. Der ist aber nicht mehr vor dem Urlaub fertig geworden. Habt ihr ja gesehen, dass ich ihn losgeschickt habe, weil es da ein Problem gab. Aber der scheint jetzt wieder da zu sein. Ist auf jeden Fall gut zu wissen. Jetzt gehen wir mal ins Zimmer rein. Ich habe keinen Schlüssel. Doch, Schlüssel habe ich Felix auf jeden Fall gegeben, wollte ich gerade sagen. Deswegen ist er nicht an dieselben Schlüssel. Wir haben ja uns damals das Schloss zusammen gekauft. Erinnert euch noch, als Isse nicht unser Schloss geholt haben? Das sah so aus. Alter, ist ja total krank. Jetzt kommen noch Aufnahmen, von wo wir unser Schloss gekauft haben. Was gibt das mal, Leute? Ich will es jetzt selber wissen, weil ich muss auch noch Felix dementsprechend irgendwie was auf WhatsApp schreiben oder so, falls es wirklich ein großes Problem gibt. Okay, sie gehen rein. Ich glaube, der geht beim ersten Mal richtig. Okay, sie gehen rein. Okay, krass, ist richtig dunkel. Das heißt, Felix ist wahrscheinlich irgendwann abends. Wobei in Deutschland wird es natürlich auch sehr, sehr dunkel, sehr, sehr früh dunkel. Aber es scheint auf jeden Fall später zu sein. Schaltung ist tagsüber Licht an. Licht ist an, das ist auf jeden Fall alles ganz normal. Aquarium ist immer noch Dach. Boah, sieht das vermockt aus. Scheiße. Scheiße, Alter. Da ist irgendwas schiefgelaufen. Holy shit, no. Krass, Mann. Scheiße. Okay, warte mal, ich mach mal gerade Stopp. Also, fuck. Man sieht auf jeden Fall sofort, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Es ist auf jeden Fall grün. Also es ist auf jeden Fall veralgt. Ich muss dazu sagen, ich habe es vor dem Urlaub jetzt nicht mehr krass sauber gemacht. Das heißt, die Algen, die ihr da seht, die waren schon vor dem Urlaub ein bisschen da. Aber die sind auf jeden Fall, die haben sich auf jeden Fall krass vermehrt. Also das ist wirklich nicht mehr gesund. Selbst wenn man das einmal die Woche sauber macht, ist das auf jeden Fall noch zu krass. Ah, fuck. Ich werde auch versuchen, mit euch zu analysieren, was das Problem sein könnte und warum das überhaupt der Fall ist. Ich gucke erstmal weiter. Nein! Das ganze Ding ist wie ein Dschungel. Ich schwöre, ist ja... Also man sieht Bläschen aufsteigen. Ich habe jetzt im Hintergrund schon Bläschen aufsteigen sehen. Das heißt, die Pflanzen assimilieren auf jeden Fall. Das heißt, die Pflanzen betreiben Photosynthese und erzeugen Sauerstoff. Was ja schon mal gut ist für die Tiere, dass die Tiere Sauerstoff haben. Also das ist schon mal gut. Das sah jetzt schon mal auf den ersten Blick ganz gut aus. Wir gucken mal weiter. Ich soll das am besten am Dienstag. Da sieht man die ganzen kleinen Bläschen so hoch. Es ist Dienstag. Oh oh. Ja, okay, Dienstag. Ist genau 7 Tage nach meiner Abwesenheit sozusagen bei Edda. Aber sollten diese Schnecken nicht eigentlich diesen ganzen Belag, den man hier sieht, an der Wand... Vielleicht sind die Schnecken... Also, die Schnecken fressen zwar den Belag an... Also, es sind ja, glaube ich, 5 Schnecken drin, oder sind 5 oder 6 Schnecken drin. Die sollen natürlich schon den Belag, also die Algen an der Scheibe fressen, aber wenn das natürlich so krank wächst, dann schaffen die Schnecken das natürlich nicht so schnell. Wir gucken mal, ja... Tot! Ist Revi nicht die Schnecke? Also, das würde mich gar nicht stören, wenn der tot wäre. Also. Was, da tot? Unten, ich lebe noch, aber ich bewege mich nicht. Was da ist tot? Die Renngarnele bin ich. Guck mal um, was für eine Suppe noch zu leben. Aber guck mal, da hat man es gerade gesehen. Was ist das für eine rote Pflanze? Ach, ich habe vor dem Urlaub noch eine andere rote Pflanze hinten reingemacht. Die scheint anscheinend ein bisschen aufgestiegen zu sein. Aber man hat gerade gesehen, aus dem Filterauslass kamen Bläschen raus. Das heißt, die CO2-Anlage funktioniert noch.
Jetzt hier oben hat man es gesehen. Stimmt, ihr könnt ja meinen Mauszeiger sehen. Okay, fuck, Leute, ich muss den kleinen Cut machen. Die Kamera überhitzt die ganze Zeit. Aber ich hoffe, jetzt ist alles wieder synchron und so weiter und so fort. Auf jeden Fall sieht man, dass hier oben CO2 rauskam. Das heißt, das funktioniert. Und man sieht im Hintergrund hier bei dem Moos extrem, dass da kleine Bläschen dran sind. Da sieht man nochmal, dass hier auf jeden Fall Sauerstoff produzieren. Was ich aber auch sehe, ist, man hat gar keine Oberflächenbewegung. Ich habe halt relativ viel Wasser reingemacht. Das heißt, die Oberfläche bewegt sich nicht. Ist grundsätzlich jetzt nicht unbedingt so gut, aber jetzt auch noch keine Katastrophe, weshalb irgendwie das Aquarium jetzt irgendwie grün sein sollte. Also ich habe das extra ein bisschen weiter nach unten gemacht, damit auf jeden Fall das CO2 ins Wasser geht und nicht dann hoch hochgeht. Egal, wir gucken so weiter. Sein. Die rote Pflanze, wie gesagt, habe ich noch vor dem Urlaub noch kurz reingemacht, einfach um zu gucken, kann ja nicht schaden. Wir müssen auf jeden Fall unbedingt einmal jemanden dazu holen, eine Ahnung hat. Vielleicht weiß Freddy irgendwas. Freddy? Okay, warte mal, ich überskippe das jetzt noch ein bisschen, weil ich hab echt Angst, dass die Kamera gleich ausgeht. Okay, ich glaube, wir gehen jetzt in mein Zimmer. Ich geh vor, komm! Ja, was ist der Notfall? Erzähl! Komm hier rum, komm hier rum! Ja, oh Gott. Ich komm rum! Oh, okay. Oh, siehst du das? Fuck, ey, dass Freddy das sofort aus dem Augenwinkel sieht, dass was nicht stimmt. Das sieht ja auf der Kamera mal ein bisschen anders aus, aber heißt, also sagt schon, dass es im Real Life tatsächlich echt nicht gut aussieht. Oh, unangenehm. Weißt du, woran es liegt? Nein, sag. An den Schneckis. Die Schnecken sollten das reinigen. Hier sind die Schnecken alle tot? Weiß ich nicht, eigentlich. Also es ist alles vollgemockt. Die sehen nicht so geil aus. Sie haben mir die Aufgabe gegeben, wenn er weg ist, dass ich das in Ordnung halte hier. Hast du Wasser gewechselt? Oh, guck mal, er hat eine Anleitung gemacht. Haute, was denn jetzt zur Spielkind Edition? Ja. Was? Ja, ich hab extra, ich mach mal gerade leiser, Anleitung für Felix geschrieben, den Wasserwechsel machen soll. Und jetzt sieht es schon scheiße aus, bevor er überhaupt den Wasserwechsel gemacht hat, Alter. Was ist denn da los? Nee, also normalerweise, das hat er mir erklärt, ihr seht, berichtige mich, wenn ich falsch liege, diese Scheiben, also Schnecken, sie sieht aber aus, wäre Revi auch tot, ne? Oder ist das... Wie gesagt, die Schnecken machen das eigentlich, aber nicht, wenn irgendwas falsch läuft. Und da scheint irgendwas falsch zu laufen im Aquarium. Meine erste Vermutung ist, dass die Dosieranlage doch irgendwie falsch dosiert. Ich gehe da gleich nochmal drauf ein. Oder ist das nicht Revi? Aber sieht aus, wäre die ziemlich down. Glaubst du, die Schnecke ist tot? Ja, guck mal. Das fuck, ist echt eine Schnecke tot? Die Schnecke ist wirklich tot. Aber warum stirbt denn eine Schnecke, wenn es den Garnelen auch gut geht? Glaubst du, oh Gott, ja. Ja, die sieht wirklich ein bisschen fertig aus, leider. Ach komm, bitte nicht. Sorry. Ja, kein Stress. Komm ich mir klar dazu. Ja, wollte gerade sagen, alles klar, Stummi. Also wir können ja das Wasser wechseln, aber das macht das halt ja nicht alles weg. Nee, normalerweise sollten das auch die Schneckis machen. Die haben das immer weggemacht. Also entweder sind die Schnecken, die Schnecken Streik nicht. Oder sie sind tot. Eins von zwei. Nee, also normalerweise sind die ja die ganze Zeit aktiv. Also du sollst irgendwie dick abgehen. Ich würde mal anrufen. Trotzdem müssen wir auf jeden Fall Wasser jetzt erstmal wechseln. Schritt 1, Wasser absaugen. Aquariumwasser mit Hilfe Schlauchs, welcher sich in der Schublade mit der Aufschrift Aquarium unterhalb des Aquariums befindet. Guck hier. Aquarium. Heftig. Schlau. Ja, ich habe eine kranke Beschreibung gemacht, ne? Das ist für jeden verständlich. Läuft bei ihm derbe. Schön abends hier, erstmal schön Bio-Siemens N3, zack, 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 schön rein. Also zu 50% soll ich es jetzt absaugen, aber ganz wichtig, keine Garnelen absaugen. Außer die gelben steht hier. Jetzt, hallo! Hey, was? Fuck, Leute, die Kamera ist schon wieder ausgegangen. Ich habe jetzt versucht, zwei Bierdosen dahinter ganz kalte zu fokussieren, irgendwie aus der Minibar. Ich hoffe, die können die Kamera ein bisschen kühlen, damit die wenigstens noch 5 Minuten aushält. Ich habe mal ganz kurz vorgeskippt. Die sind jetzt gerade beim Wasserwechsel, habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Ja, Überschwemmung haben wir auch schon fachmännisch hier weggemacht. Izzy muss sich auch denken, hier, so wenn ihr das Video seht, oh Gott, was machen die? Aber ich schwöre euch, Leute, Izzy, nein, nein, gesagt, ist alles gut. Ich soll heute, ist ungefähr die Mitte von seiner Wegbleibezeit, soll ich das machen. Und ich kann nicht dafür, dass das so ist. Ich gebe jetzt mein Bestes, um das wieder... Ich muss auch dazu sagen, Felix kann wirklich nichts dafür. Ich habe ihm gesagt, Dienstag, spätestens sogar Donnerstag, und er war sogar Dienstag direkt ganz pünktlich da. Da kann er natürlich nichts für. Wir werden gleich erörtern, wer was dafür kann oder warum das ist. Du bekommen. Ich hoffe, das reicht. So, nächster Step. Wo ist deine Anleitung? Sollen wir das nicht komplett entleeren eigentlich? Nee, Hälfte. Hälfte? Ja, wie willst du es denn komplett entleeren? Komplett entleeren? Dann sterben alle. Einfach kein Wasser mehr drin, alle da so rumspringen. Fische tot. Ey, das schneiden wir raus. Die Kamera zeigt schon wieder zu heiß an. Mann, Kamera, übertreib doch deine Rolle nicht. Mann, wie soll ich denn das Bier hier platzieren, damit das mal hält? Hör auf, wieder zu heiß zu werden. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, Leute, aber die Zuschauergarnele isst gerade die Schnecke auf. Wozu ist dieses Aquarium geworden? Und ja, hier kommt unser neues Wasser rein. Ich glaube, gleich haben wir es auch. Also eigentlich muss man das Wasser irgendwo an eine Stelle machen, damit nicht zu sehr aufwirbelt. Also irgendwas aufwirbelt. Ich wette mal, das ist richtig hardcore aufgewirbelt, wenn ich wieder da bin. Aber das ist alles halb so wild, das ist nicht so schlimm. Man hat auf jeden Fall jetzt schon gesehen, dass die Garnelen definitiv leben. Aber anscheinend wird die eine Schnecke sogar gefressen. Alter, fuck, was ist da passiert? Wieso stirbt die Schnecke, Mann? Ich habe keine Ahnung. Ach, füttern sollen wir auch noch. Toll. Wir sind Full Service gebucht worden hier für dieses Aquarium. In der Schublade unter dem Akku. Was ist denn das Akku? Warte, ich hab doch vorhin schon die Snacks gemacht. Ich glaube, ich weiß, was ist denn das Akku? Das war im CD-Fach.
Das ist hier. Ey! Genau. Oh nein! Ey, Leute! Rein, ne, Alter. Ey, das steht aber nicht in der Anleitung. Was macht ihr da? Ihr sollt ein Aquarium füttern, nicht euch selber. Summermix ist hier am Stitzel. Alter, was meinst du? Der greift hier meinen Summermix an. Zuschauer, aber die Garnelen sind echt alle noch da. Das ist erstmal genascht, deswegen ist es gerade runtergefallen. Da ganz hinten sehe ich Paluten, hier bin ich, da ist Dena, da ist Sturmwaffel. Also die Garnelen leben anscheinend alle noch. Aber auch nach dem Wasserwechsel sieht man, dass hier oben noch Luftbläschen rauskommen. Das ist auf jeden Fall das CO2. Das heißt, CO2 kommt rein. Gut, das steht fest. Die sieht richtig aus, als ob die gekämpft hätte. Die sieht so zermatscht aus. Aber ich weiß nicht, wer da was, als ob die gekämpft hätte. Aber ich weiß nicht, gegen wen. Gegen Revi vielleicht, weil Revi sieht man nicht mehr. Die ganzen Garnelen essen jetzt auf jeden Fall die Schnecke auf. Hier Kati und Palle, die essen jetzt hier auf jeden Fall so langsam die Schnecke auf. Hier vorne waren Zuschauer gerade eben noch am Start, hat ein bisschen was zum ersten Mal genascht, deswegen ist es gerade runtergefallen, das Essen. Aber ja, wir haben alles gemacht, was in Isis Anleitung drin stand. Jetzt werden wir das Zimmer hier wieder verschließen, davor natürlich noch das ganze Wasser aufräumen und so weiter und so fort. Aber ja, habt ihr irgendwie eine Ahnung, was mit diesem Aquarium passiert ist? Warum die Schnecke tot ist? Warum Revi weg ist? Warum alles vermockt ist? Haben wir alles richtig gemacht oder haben wir alles falsch gemacht? Schreibt es mal unten rein in die Kommentare. Das war unsere kleine Special Team Spiegel Aquariumsfolge. Ja, Leute, ich werde nochmal gerade versuchen zu analysieren, was ist. Also, es kommt CO2 ins Wasser. Das einzige Problem kann eigentlich nur sein, dass irgendwas mit der Düngeranlage nicht stimmt, dass das Verhältnis von den Düngern halt irgendwie doch nicht passt. Ich habe das Ganze zwar 4 Tage lang getestet und da war es nicht so schlimm, also da war alles gut, mehr oder weniger im Rahmen. Es war natürlich nicht optimal. In 4 Tagen kannst du natürlich nicht das optimal alles so einstellen, dass es passt. Gerade ein kleines Aquarium kann dann schon mal schnell aus dem Gleichgewicht kommen und das muss anscheinend das einzige Problem gewesen sein, weil CO2-Anlage lief, hat man gesehen, es kam CO2 rein. Viele haben auch in die Kommentare geschrieben, dass jetzt die Nachtbeleuchtung, die ich neu installiert habe, das Problem ist, dass quasi das Licht, was nachts noch mit dazu kommt, dazu führt, dass zu viel Licht im Aquarium ist. Ich muss aber tatsächlich sagen, ich habe die Nachtbeleuchtung vor dem Urlaub ausgemacht. Ich hatte nämlich auch ein bisschen Angst davor, dass es vielleicht doch zu hell sein könnte und ich wollte keine krassen Veränderungen mehr vor dem Urlaub machen. Das heißt, die Nachtbeleuchtung läuft nicht. Das heißt, damit hat es nichts zu tun. Das Einzige, was ich glaube, was das Problem ist, ist irgendwie, dass es ein Ungleichgewicht gibt aus Phosphat, Nitrat und Eisen. Da wird es irgendwie ein Ungleichgewicht geben, weshalb die Algen sozusagen sich von dem, was zu viel ist, ernähren sozusagen. Und die Pflanzen wahrscheinlich nicht genug wachsen, weil denen halt eine Sache dann irgendwie im Verhältnis fehlt. Also entweder es ist von allem zu viel oder es ist von einer Sache zu wenig, sodass die Pflanzen nicht weiter wachsen, aber die Algen dafür. Also entweder fehlt den Pflanzen was oder es gibt einfach generell einen Überschuss, Leute. Ich weiß es nicht. Es tut mir auf jeden Fall leid. Und genau in dem Moment geht die Kamera auch schon gerade wieder wegen Überhitzung aus. Ist dies nämlich permanent ausgegangen während dieser Aufnahme hier. Ich hoffe, das Aquarium überlebt das alles noch bis zu einer Woche. Felix hat mir auf jeden Fall noch jetzt nachträglich geschrieben, habe ich eben gesehen, dass der CO2-Indikator, also das kleine, wo man ablesen kann, wie viel CO2 im Wasser ist, blau ist. Und blau bedeutet, es ist zu wenig CO2 im Wasser, was ich überhaupt gar nicht nachvollziehen kann, weil CO2 kam ja auf jeden Fall ins Wasser. Aber ich will ihm jetzt auch nicht zumuten, dass er das CO2 jetzt groß aufdreht, weil wenn zu viel CO2 im Wasser ist, dann ersticken irgendwann die Tiere. Und bei diesem kleinen Aquarium ist dieses kleine Rädchen so empfindlich, das will ich jetzt Felix echt nicht zumuten. Nachher sterben noch die Tiere und da sollen lieber die Pflanzen sterben, bevor mir irgendein Tier stirbt oder so. Das will ich auf jeden Fall nicht. Ja, scheiße. Ich wollte eigentlich nicht, jetzt habe ich auch noch scheiße gesagt. Mensch, Wahnsinn. Ich wollte eigentlich nicht im Urlaub mich mit sowas beschäftigen, aber na gut, ich hoffe, ich kriege das irgendwie noch so ein bisschen hin und ich hoffe, das Aquarium hält es noch eine Woche ohne mich aus. Danach machen wir ein kleines Rettungsvideo. Ich bin ja bald wieder da. Das war's allerdings mit dem heutigen Video. Sieht echt nicht so gut aus. Ich weiß überhaupt nicht, warum die Schnecke gestorben ist. Das kann ich mir gar nicht erklären. Ich weiß es nicht. Also gab so einen krassen Überschuss von irgendeinem Dünger, dass selbst die Schnecke dadurch stirbt? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Schnecken, sind die noch so viel empfindlicher als die Garnelen? Aber gerade Felix und Kati sind ja zwei Caridina-Garnelen, die eigentlich ein bisschen empfindlicher sind. Also eigentlich, ich weiß nicht, was da los ist, Leute. Ich werde mich auch nochmal mit Thomas in Kontakt setzen, vielleicht weiß der irgendwie was. Aber das war's jetzt für heute, Leute. Wenn euch das heutige kleine Notfallvideo sozusagen gefallen hat, drückt auf jeden Fall den Daumen nach oben. Abonniert diesen Kanal und ansonsten würde ich sagen, take this easy, das versuche ich jetzt auch. Aber das sage ich mir so oft am Ende des Videos. Ich lasse mir das alles nochmal durch den Kopf gehen. Ach Mensch, was machen wir denn da? Die Düngeranlage komplett aus, aber komplett ohne Dünger stirbt mir auch alles weg. Das ist auch keine Lösung, Leute. Naja, das war's auf jeden Fall für heute. Take this, ihr nehmt das Leben zu ernst. Bis dann, macht's gut. Schöne Grüße hier aus dem Urlaub. Guck mal, ich bin ein bisschen braun geworden, ne? Im Gesicht am wenigsten, aber vielleicht sieht man es so ein bisschen. Aber das ist ein ganz anderes Thema und ein sehr oberflächliches, uninteressantes Thema. Fuck, Leute. Bis dann, macht's gut. Tschüss.